Hallihallo, liebe Freunde. Hallihallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder da seid bei einem neuen Video von Gartenhaus on Tour. Wir sind Lisa und Dennis und gemeinsam reisen wir für Gartenhaus quer durch Deutschland und besichtigen die schönsten Gartenhausprojekte und zeigen sie euch. Genau so sieht's aus. Und heute ist das Wetter zwar nicht so schön, trotzdem kommt bei diesem Gartenhaus besonders viel gute Laune auf, weil es ein richtig schönes Poolhaus ist. Also kommt mit, wir zeigen's euch. Das Fünfeck-Gartenhaus Monika Royal wurde perfekt in den Garten des Kunden integriert. Es hat eine quadratische Form und misst 3,5 x 3,5 Meter und das Spitzdach hat eine Höhe von 2,75 Meter. Die Wandstärke beträgt 28 mm und besteht aus nordischer Fichte. Ja, sehr gerne. Zeig uns doch mal dein schönes Gartenhaus. Hi. Und das habt ihr alles selber gemacht? Ja, tatsächlich. Also ich sage ja immer, außen stahlgraue Nordsee, innen karibisches Meer. Also die Farben hier innen haben wir auch hier selber anmischen lassen. Ich habe so Farbkarten mitgenommen zum Baumarkt und gesagt, die Farben möchte ich gerne haben. So ein bisschen so wie in Key West, Florida. Das fand ich immer ganz schön. Ja. Wir mögen das halt so gern. Und dann haben wir überall, wo wir im Urlaub waren, haben wir dann so kleine Souvenirs mitgenommen. Die finden dann immer hier ihren Platz oder auch selbstgemachte Sachen. Oder Muscheln, die ihr gesammelt habt. Genau. Und das ist jetzt euer kleines Poolhaus. Also ihr benutzt das wirklich zum Umziehen, um hier sich einen Cocktail zu machen, am Pool zu chillen. Genau. Oder wofür nutzt ihr es am meisten und am liebsten? Ja, zum Beispiel ist das auch unsere Hütte für den Sundowner am Abend. Weil abends scheint hier die Abendsonne so schön rein. Dann setzen wir uns gerne mal hier hin mit einem Bierchen oder mit einem Cocktail und hier genießen das schöne Wetter. Und zum Umziehen, wenn man in den kalten Pool gesprungen ist, ist es natürlich auch schön. Also habt ihr Gartenhaus auch ganz zufällig nur gefunden? Im Internet, ja. Also ich habe immer Hütten eingegeben, Gartenhütten, meistens so 3 bis 4 Meter vom Aufmaß. Und dann habe ich immer durchgeguckt und irgendwann bin ich auf dieses Modell gestoßen und habe gesagt, so, die ist es, die wollen wir haben. Wie kam es denn, dass das Beachhaus und das Poolhaus vor dem Pool da war? Also das Beachhaus war ja schon immer die Entscheidung, dass wir dort eben die Abendsonne genießen wollen. Und wir hatten im ersten Jahr, als wir das Beachhaus stehen hatten, hatten wir noch so einen Aufstellpool. Und dann habe ich den eben auch schön hergerichtet, habe da Kies drumherum gemacht, habe das schön gestaltet mit den Gräsern. Und habe aber damals immer schon gesagt, oh, wie toll wäre das, wenn man so auf so ein paar Stufen hier hochklettern und einfach so reinspringen könnte. Ja. Und deswegen haben wir dann gesagt, okay, unser zweites Projekt nach dem Beachhaus wird dann der Pool. Und dann hat man Beachhaus, Poolhaus und den schönen Pool hier. Alles wie aus einem Guss. Ja, so sieht's auch aus. Es sieht wirklich aus wie aus einem Guss. Also im Moment, schätze ich mal, hat der Pool lauschige 20 Grad. Das ist doch recht erfrischend. Ja, Freunde, und wie immer war der Tag viel zu schnell vorbei. Wir hatten hier eine richtig schöne Zeit. Man kann nur erahnen, wie schön es hier im Sommer mit Sonnenschein ist, mit diesem Pool und diesem Gartenhaus. Wir hoffen, euch hat es genauso gut gefallen wie uns. Lasst uns gerne einen Daumen nach oben da, abonniert diesen Kanal, checkt den Gartenhaus-Online-Shop ab und wie immer sehen wir uns nächstes Mal im nächsten Gartenhaus. Ciao. Haut rein.